Ramata, Geistesruhe, Meditation. Etwa 2x20 Minuten mit etwas Anleitung jeweils am Anfang einer Sitzperiode und vor der ersten Sitzung dreimal Atem klären. Wir beginnen mit einer Rezitation. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Geistesruhe zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer, geduldiger und freundlicher sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Wie klärt man dreimal den Atem und wozu tut man dies? Die Idee ist, dass unsere Möglichkeit, Geistes zur Ruhe zu entwickeln, vielleicht dadurch gehemmt wird, dass wir noch voller Gedanken sind, die auch mit subtilen Energien verbunden sind. Man kann die Atemklärung unterschiedlich üben, aber man kann sie auch mit dem sich lösen von den drei Zeiten verbinden. Es gibt dazu eigentlich eine Handbewegung, die kann ausführen, wer sie kennt. Ich würde jetzt lediglich kurz anleiten, dass wir jeweils beim Ausatmen, und da dürfen wir mal dreimal etwas kräftiger ausatmen, alles zurücklassen, hinter uns lassen, was mit Gedanken an die drei Zeiten, Vergangenheit, Zukunft und auch über die Gegenwart zu tun hat. Wir sitzen schon in einer recht aufgerichteten Position, nach unten hin gut geerdet. Ein bisschen sage ich doch zu den Händen. Die Hände liegen auf den Oberschenkeln, zumindest jetzt für diese drei Atemklärungen. So ganz parallel mit den Handflächen abgelegt, unweit der Knie. Die Finger sind leicht gespreizt und liegen locker auf den Oberschenkeln. Und dann sagen wir uns, jetzt werde ich dreimal den Atem klären und dabei mich von den drei Zeiten lösen. Dann atmen wir ein und dann spreizen wir die Finger etwas und atmen etwas kräftiger aus und sagen uns, ausatmend löst sich alles auf, was mit den Dingen der Vergangenheit zu tun hat. Dann entspannen wir die Finger wieder etwas, atmen wieder ein.
Und dann beim nächsten Ausatmen löst sich alles aus uns heraus, was mit Gedanken über die Zukunft zu tun hat. Atmen wir aus, etwas kräftiger. Entspannen sich die Finger wieder, die sich dabei noch etwas mehr gespreizt haben. Und beim dritten Ausatmen dieser Art lösen wir uns auch von allen Konzepten über das Gegenwärtige. Entspannen wir die Hände wieder, die Finger liegen wieder ab. Üben wir das am besten nochmal. Da sage ich auch wenige dazu und übt es möglichst wirklich im Einklang mit den eigenen Atmungen. Einatmen, ausatmen von Vergangenem. Finger spreizen, als würden wir über die Finger ausatmen. Einatmen. Ausatmen, über die Finger alles Zukünftige entlassen. Einatmen. Und dann über die Arme, die Hände, die Finger alles Zerstreute über die Gegenwart ausatmen. Jetzt sagen wir uns, es hat sich nun schon alles gelöst. Jetzt können die Hände entspannt auf den Oberschenkeln abliegen oder auch in der Meditationsgeste unterhalb des Nabels wie eine kleine Schale in der Bauchdecke. Jetzt kommen wir ganz in unserem sitzenden Körper mit der Bewusstheit an. Es waren natürlich nur so Impulse, aber schauen wir mal nach, ob wir uns vielleicht wirklich etwas gelöst haben oder sich diffuse Bewegungen im Geist und auch im Körper in Bezug auf alles Mögliche aus den drei Zeiten etwas aus uns entfernt haben und wir davon etwas freier sind. Denn wir wollen Geistesruhe üben. Geist in diesem sitzenden Körper zur Ruhe bringen und ruhig halten. Oberkörper weiterhin, wenn es geht, aufgerichtet. Der Kopf auch ganz mittig, die Gesichtszüge entspannt. Die Lippen sanft geschlossen, Nasenatmung, wenn es geht. Die Augen wach und klar, ob nun die Lider geschlossen oder geöffnet sind. Könnte sich sagen, durch diese drei Ausatmungen, nicht ein, zweimal drei, ist der Körper und Geist wie geputzt. Alles Unnötige, was wir jetzt gerade nicht bedenken oder wovon wir jetzt nicht träumen müssten, hat uns schon verlassen. Und in diesem geklärten, gereinigten Raum können jetzt Körper und Geist ruhen.
Als Methode können wir dabei weiterhin die natürliche Atmung nutzen. Jetzt nicht mehr so wie eben, sondern einfach nur das Ein- und Ausatmen bemerken. Als Shamatha-Übung mehr, um den Geist ruhig und still zu halten. Wir können immer wieder zum Atem zurückkehren, wenn doch wieder geistiges Wandern aufgetreten ist und bemerkt wurde.
Bei Bedarf können wir mal die Haltung etwas lockern, also auflösen, uns etwas bewegen, um dann nochmal eine Periode sitzen zu können. Natürlicherweise treten dann, je länger eine Shamatha-Praxis währt oder wir uns in ihr aufhalten, wieder mehr Tagträume, Gedankengänge, Fantasien auf. Und vermutlich sind wir die Gedanken an die drei Zeiten nicht wirklich ganz losgeworden. Man könnte deshalb auch die nächste Sitzperiode wieder mit diesen drei Atemklärungen beginnen. Oder sich auf eine individuelle Art nochmal diesen Impuls geben, sich wirklich mal zu erlauben, ohne Zerstreuung über alles Mögliche in der Gegenwart zu verweilen. Also gemeint war die Zerstreuung in der Gegenwart. Wir könnten auch noch gegenwärtig an dieses und jenes denken und im Zimmer umschauen und alle möglichen Assoziationen hegen. Also sagt man, man möge sich auch von der Gegenwart lösen. Aber gemeint ist natürlich eine noch tiefere Präsenz, die einfach wach und klar und still ist. Stimmen wir uns also ein auf weitere etwa 20 Minuten Geistesruhe-Meditation mit oder auch ohne Atemklärungen. Die Vergangenheit und alles, was in ihr geschah oder von uns erlebt wurde, liegt hinter uns und muss jetzt nicht weiter bedacht werden. Die Zukunft liegt noch vor uns und sie ist jetzt kein Objekt direkter Wahrnehmung. Und auch die Gegenwart ist eigentlich nur dieser unmittelbare Augenblick. Alles darüber hinaus ist nur eine Idee von Gegenwart und von Dingen, die jetzt geschehen, irgendwo oder hier in unserer Nähe oder in uns. Insofern macht es Sinn, vielleicht noch einen anderen Begriff zu verwenden, nämlich den Moment, den Augenblick. Des Augenblicks Gewahrsein, die momenthafte Geistesgegenwart. Doch das ist nur ein Name, das sind nur Begriffe. Lassen wir den Geist einfach mal ganz einfach und unkompliziert still werden. Sorglos, mühelos. Furchtlos. Traumlos, gedankenlos.
möglicherweise jeweils am Anfang einer Shamatha-Sitzung, wie auch jetzt gerade in dieser Phase, kommt der Geist tatsächlich durch die Impulse, die wir uns geben und all das, was wir entlassen, loslassen, etwas zur Ruhe oder beginnt sogar in eine spontane, tiefere Ruhe einzutauchen. Dann erheben sich nach einer Weile wieder mehr Gedanken, Tagträume, vielleicht auch ganz subtile, die wir es gar nicht bemerken. Und dann ist es Zeit für das Anwenden einer Shamatha-Methode, die noch etwas genauer ist und uns hilft, immer wieder zurückzukehren in diese Einfachheit, in die Momenthaftigkeit, in die Stille. Das kann wiederum die Atmung sein oder wenn wir schon andere Shamatha-Objekte kennengelernt haben und gewohnt sie zu verwenden, wie etwas, das wir mit den Augen anschauen oder vor uns im Raum visualisieren und dann darauf den Geist ausrichten und ruhen lassen, dann können wir das jetzt auch anwenden. Aber der Goldstandard, das, was wir meistens üben können, ist die natürliche Atembewegung als Shamatha-Fokus zu nutzen. Zu der wir immer wieder und wieder zurückkehren können, wenn wir geistiges Wandern, Träumen bemerken. Wenn dann Momente, Zustände von tieferer Ruhe auftauchen, gilt es, diese auch zu erkennen, als würden wir einen freien, leeren Raum betreten und ja, schauen wir mal, was dann ist, ob wir uns da nicht auch wohlfühlen oder es genießen können, einfach mal so unbekümmert da zu sein.
Und wieder und wieder treten Gedankengänge, Tagträume, Fantasien auf. Plötzlich finden wir uns woanders wieder und sind doch in irgendeiner Geschichte gelandet. Das ist ganz natürlich und dennoch geschieht hier etwas, was sonst nicht geschieht, wenn wir keine Geistesruhe-Meditation üben. Unsere ganzen Gedankengänge und was es auch sein mag, befinden sich jetzt schon in einem ruhigen Raum, den wir geschaffen haben. Deswegen könnten wir sie bemerken und uns entscheiden, sie noch einmal zu entlassen, solange wir noch Zeit haben, in Stille zu sitzen. Manche Geistesinhalte zeigen sich auch erst durch die Stille, die wir schaffen oder geschaffen haben. Dann dürfen wir uns nicht wundern, beziehungsweise denken, das sei ein Fehler. Wir würden nicht richtig üben. Der ruhige Geist zeigt auch seine sonstigen Inhalte. Und solange die Übung noch währt, können wir dann innerlich ja damit weiter üben. Und das würde hier bedeuten, uns wieder und wieder zu entscheiden, etwas, was wir jetzt nicht wirklich benötigen als Geisteszustand, auch wieder aus uns heraus zu entlassen. Zu entspannen, was uns beschäftigt. Damit eine Klarheit und Wachheit und vielleicht sogar Helligkeit zum Vorschein kommen kann, oder so etwas wie Raum, der hinter all unseren Geisteszuständen und Gedanken sich immer befindet. So wie die leere Kinoleinwand oder das Licht im Kino sich hinter allen Filminhalten, die uns gezeigt werden, befindet, so kann die natürliche Klarheit, Weite, Leuchtkraft des Bewusstseins zum Vorschein kommen. Sie befindet sich eigentlich mitten in den Gedanken, in den Geistesinhalten, in den Träumen. Da ist auch die Stille, das Licht, die Klarheit enthalten. Manche Anleitungen sagen, wenn du jetzt in der Shamatha-Praxis viele Gedanken, Tagträume wieder bekommst und bemerkst, schau direkt in diese hinein, auf ihren Grund oder auf den Raum, auf das Licht, das diese Gedanken, diese Träume durchdringt. Und darin ist dann wieder die Stille zu finden. Jetzt würden wir durch den Film direkt auf die leere Kinoleinwand schauen. Durch den Film hindurch. In den Raum hinein, der all diese Gedanken hervorbringen kann. Und darin ist die Stille wiederzufinden. Da ist immer noch der Atem als unser
Shamatha-Geländer, an dem wir uns immer wieder orientieren und etwas halten können. Und dann ist es jetzt gut, sich zu sagen, dies sind jetzt die letzten Minuten, schon die letzten Momente dieser Meditationssitzung. Und allmählich können wir dann auch wieder mehr Bewegung im Geist zulassen, wenn wir wissen und spüren, es geht auf das Ende der Sitzung zu. Sodass wir vielleicht unseren Gedankengängen, die jetzt auftauchen, schon eine Richtung geben, die über die Meditationszeit hinausführt. Wir könnten uns vornehmen, etwas aus der gewonnenen Ruhe mitzunehmen in unseren Tag. Uns vielleicht, wenn es mal wieder drunter und drüber geht, vorzunehmen, uns zu erinnern an die Ruhe, an die Stille, an die Klarheit, die wir hier berührt haben. Denn auch sie wird immer im Hintergrund all dessen, was wir heute noch tun und erleben werden, sein. Wir könnten jederzeit zu ihr zurückfinden. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.